Kessel Gucken Sachse Live Casino Melbourne / Australia Gewinn 7500. Hallo, hier spricht Herr Friesen, Ihr Chefredakteur Ihrer Roulette-Zeitung. Ich bin wieder aus dem fernen Asien zurück, wo wir ja an zwei Tagen mit dem weltberühmten Kessel Gucken Sachse in einem Casino gespielt haben, allerdings leider nicht mit so großen Gewinnen. Ich bin nach Deutschland zurückgeflogen, der Kessel Gucken Sachse in Richtung Südafrika, ist aber im australischen Melbourne bei einem Zwischenstopp ausgestiegen und will heute nochmal seine Roulette-Kunst zeigen. Eigentlich wollte das ja unser Guru Herr McKenzie moderieren, aber er hat mich gebeten, das zu übernehmen, da er als Gastdozent der amerikanischen Harvard-Universität heute einen Vortrag halten muss und dazu keine Zeit hat. Deshalb übernehme ich die Sache. Sie kennen Herrn Dr. D. Seltzer McKenzie ja sicherlich alles sehr gut. Er ist ja der Erfinder des Kesselgucken und hat auch in der Vergangenheit unter seinen Künstlernamen Lawrence Scott und Blair Basiux eine ganze Reihe Publikationen veröffentlicht. Ich schalte hier auch den YouTube-Livestream ein und wir haben leider nur 5 Zuseher. Wir übertragen heute zwar live aus Melbourne in Australia, aber filmen dürfen wir in den dortigen Casino nicht, aber telefonieren, und ich lege hier den Hörer mit dem hochgeschalteten Lautsprecher daneben. Sie können also immer hören, was der Kessel Gucken Sachse dort zu sagen hat und was er setzen will. Sie sind also live dabei. Da ich mich mit dem Kesselgucken noch nicht so recht auskenne, haben wir uns vereinbart, dass der Kesselgucken Sachse nach System spielt, und zwar nach dem von unserem Guru vor wenigen Jahren entwickelten Roulette Fibonacci-System. Der Kesselgucken Sachse spielt mit seinem eigenen Geld auf eigenes Risiko und mit 500 Wertstücken. Ich denke, Sie können über den YouTube-Livestream hier mithören, was der Kesselgucken Sachse in dem Casino von Melbourne in Australien gerade live zu sagen hat. Er möchte jetzt Anfang machen. Ich wiederhole das sicherheitshalber nochmal, was er da über das Handy-Telefon sagt, aber Sie können es ja auch live mithören. Alles ist schließlich live. Sachse sagt, er setzt jetzt 500 auf Rot. Jetzt sagt er, es ist die 29 gekommen und verloren. Sachse sagt, er setzt jetzt 1000 auf Rot, und jetzt warten wir mal ein bisschen, und jetzt sagt er, es ist die 18, also Rot gekommen, er gewinnt 2000, davon muss man natürlich die gesetzten 1500 abziehen, und es sind somit 500 Gewinn da. Es ist jetzt 8.05 Uhr, in Australien ist es wohl 8 Stunden später, und der Sachse möchte jetzt etwas warten. Nunmehr sagt der Sachse, er setzt 500 auf Schwarz. Sie haben es gehört, der Sachse sagt, es ist die 2, also Schwarz gefallen, und das Fibonacci-System hat einen weiteren Gewinn von 500 gebracht. Ich sagte es ja bereits, der Kesselgucken Sachse spielt heute nach dem Fibonacci-System. Jetzt hat der Kesselgucken Sachse fast 8 Minuten gewartet. Er sagt, er setzt jetzt auf Rot, und zwar wieder 500. Dass er hier ein bisschen leise über das Handy zu hören ist, liegt daran, dass er ja direkt neben dem Spieltisch steht und leise reden muss, und vor allen Dingen am Spieltisch ist ja auch noch der andere Publikumskrach, den Sie ebenfalls mithören können. Ich gehe mal davon aus, dass der Handyton auch hörbar über den YouTube-Livestream geht. Jetzt hat der Sachse gesagt, es ist die 1 gefallen, also Rot, er hat weitere 500 gewonnen. Sie haben es gehört, der Sachse sagt, er spielt jetzt fiktiv, also ohne Einsatz, ein paar Wartekorps, und nun warten wir mal ab. Jetzt ist es 8.40 Uhr und der Sachse hat gesagt, er setzt jetzt 2000, jawohl, das Vierfache, auf Schwarz. Es hat etwas gedauert und dauert immer noch, und Sie hören es, der Sachse sagt, es ist die 15, also Schwarz gefallen, er hat 2000 gewonnen. Sie haben es gehört, der Sachse sagt aus dem fernen Australien, er will wieder ein paar Wartekorps abwarten. Das hat nun etwas länger gedauert, es ist jetzt 9.10 Uhr, und der Sachse sagt, er setzt jetzt 3000 auf Rot. Na, warten wir mal ab, ob das klappt. Und auch das Jubelgeschrei können Sie am Telefon gehört haben über dem Livestream. Der Sachse sagt, es ist die 36, also Rot gekommen, und er hat gewonnen. Sie haben es gehört, der Tisch im australischen Casino von Melbourne wird geschlossen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass der Sachse so viel gewonnen hat. In australischen Casinos laufen die Tische immer nur kurze Zeit, aber dafür öfters.
Ich hab es hier mal durchgerechnet, der Kessel Guckensachse hat heute verdient 7500 natürlich australische Dollar und ich weiß momentan nicht wie viel das umgerechnet in Euro ist, aber 7500 australische Dollar innerhalb von einer Stunde mit dem Fibonacci-System zu gewinnen, das ist schon eine Kunst. Gratulieren wir also dem Kessel Guckensachse, der ja aus Dresden stammt, aber inzwischen in Südafrika lebt. Ihr Leopold Friesen.